So ein Mist! So eine Sauerei! Hey, warum schimpfen Sie denn so? Ach, diese Volkszählung. Haha, hat sie auch erwischt? Tja, wie? 200 Silberstücke soll ich bezahlen, bloß weil ich diesen kleinen Acker vor der Stadt habe. Ach, Sie sind gar nicht von hier. Nein, ich bin aus Kapernaum. Aber jeder muss ja in die Stadt gehen, wo er herkommt, seine Eltern herkommen, sich da aufschreiben lassen. 4 Tage war ich unterwegs und dann das. Ah. Und diese Menschen weg. Diese Menschen weg. Sehen Sie mal, wie die hier da rumstehen. Da! Alles schon gezählt? Eigentlich nicht. Ist eine Lieblingserzählung hier? Eine Reisegruppe. Aha. Und woher, wenn man fragen darf? Aus Ahausen. Wo liegt das denn bitte? Hoch im Norden. Im Norden. Norden. Da gilt die Zählung auch. Ja, da werden Sie sich jetzt am Nordpol zählen lassen. Komm, wir gehen ans Ding. Aber jetzt, meine Damen und Herren, beginnt unsere Führung. Hier sehen Sie das Haus, wo König David. Damals war er aber noch nicht König, damals war er noch ein Hirtenjunge. Ich sehe, Sie kennen sich aus. Das war vor 1000 Jahren. Der Rest war aus Holz, doch auf die alten Steine.
machen. Sie wissen doch, die Volkszählung. Ich hätte da wirklich noch einen Stall. Na, besser als das gar nicht. Na, dann kommen Sie mal mit. Das Wetter ist ja so, dass es in Ordnung ist.
verstanden, was Sie wollten? Nee. Also ich habe da irgendwas verstanden wie die Backe. Weißt du, was das ist? Nee. Nee. Aber das könnte so ein duelles Essen, was die Norden haben. Sollen ja die komischen Sachen essen. Also, ich habe da dann noch sollen wir die. Oha! Das machen wir eben. Wir nehmen Hans einfach mit und legen ihn zu Hause ab. Meine Damen und Herren, dann treffen wir uns heute Abend zum nächsten Programmpunkt: gemütlicher Umtrunk im Goldenen Rat. Was soll ich nur tun?
Die sehen die Hirten aus.
Gerade wurde vollkommen übergeschnappt. Zusammen im Stall wohnen. Wahrscheinlich fühlen sie sich in so einer Gaststätte gar nicht wohl. In so einem Stall ist es ihnen einfach heimatlich. Was ist der Stall? Da links um die Ecke rum und dann der Weg ins Feld. Ach, halt, nein, halt, warten Sie noch. Halt, ich bin da, ich bin schon hier. Die Spinnen, die Germanen. Thank you.
Leute, Reisende und aus einer anderen Zeit. Was macht ihr hier? Ja, was nun? Das Kind schläft. Das lassen wir jetzt mal in Ruhe. Es ist der Weiße auf den Ring. Das sagen die Leute hier. Die Engel haben einen Sohn. Die sagen auch die Hirten. Ist ein Frieden bei euch? Schön uns geschenkt, mein Vater, schau mich.
paar Sätze zum Schluss noch. Ganz viele Leute haben dazu beigetragen, mitgeholfen, dass das heute Abend so alles über die Bühne gegangen ist. Viele auch hinter den Kulissen, die wir jetzt gar nicht alle nennen können. Allen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe noch einen Beitrag für jemanden, der ganz viel Zeit, Mühe und Arbeit und gute Ideen investiert hat. Vielen Dank, wenn du einmal der Herausforderung würdest. Ganz herzlichen Dank an Familie Land, dass das möglich war. Und danke auch dem Team von Müttern und Konfirmandinnen, die das da drüben alles vorbereitet haben. Dann werde ich euch noch sagen, am kommenden Donnerstag fallen beide Chöre aus, weil da eine Aufführung in der Schule ist, wo ja auch viele von euch mit beteiligt sind. Und das allerletzte, wir nehmen ja keinen Eintritt. Aber über eine tüchtige Spende würden wir uns sehr freuen und würden die für den Umbau unseres Gemeindehauses nehmen. Und dass wir dann gute Räume haben, kommt ja letztlich nach unserer Arbeit mit den Chören auch wieder zugute. Das war es, was ich noch sagen wollte. Einen schönen Abend und beim Weihnachtsmarkt sehen wir uns wieder. Ist jetzt gut da.